Hier haben wir mehrere Bäume schon angepflanzt. Einmal sind wir stolz unsere Bananenpalme. Sie hat jetzt unten bekommt sie auch ihren dritten Trieb. In ein paar Jahren wird sie jetzt anfangen, die ersten Früchte zu tragen. Ja. Links eine Feige. In der Mitte ist, was für ein Baum das ist, weiß ich nicht. Er wächst auf jeden Fall tierisch schnell. Es dürfte innerhalb von 4-5 Jahren auf jeden Fall ein großer Baum sein, der Schatten spendet. Und eine spanische Frucht, das ist eine Nespero. Die Früchte sind klein und orange und schmecken ganz lecker. Ja, dass man halt mal schöne Abende verbringen kann, haben wir uns unser eigenes gebaute Sofa gebaut. Und ja, das lädt zum Chillen ein. Ne? Auch hier den Tisch haben wir gefunden, mit Fliesen einfach zusammengebaut, haben hier Leisten rumgesetzt und ja, somit haben wir einen super coolen Tisch. Eine der wenigen gekauften Sachen hier am Haus ist die Hängematte. Die gibt es einmal im Jahr bei Lidl im Angebot. Sonst haben wir hier unsere Kräuterecke, wo wir unser Salbei, Pfefferminze, Melisse und alles angebaut haben. Das ist unser selbstgebautes Badezimmer. Wie man sieht, unser Wasser haben wir aus einem großen 20 Liter Kanister ungefähr. Holen wir immer von vorne mit Flaschen her und füllen dann wieder auf. Das Waschbecken haben wir auf Müll gefunden, sowie den Schrank dazu. Das haben wir dann ein großes Loch ausgeschnitten und uns das selber gebaut. Und ein Stück echte Natur eingebracht. Habt ihr denn irgendwie schon Erfahrung mit selber Anpflanzen oder ist das jetzt der erste Versuch? Nicht direkt der erste Versuch, mehr oder weniger lebe ich mit meiner Familie schon seit mehreren Jahren autark fast. Wir bauen viel Gemüse selber an, natürlich nicht zur hundertprozentigen Selbstversorgung, noch nicht, aber wir sind dabei. Und so ein bisschen Vorkenntnis hat man. Hier natürlich ist auch der Wind zu wenig, deswegen sind, wie man sieht, die Pflanzen relativ hoch, aber die Stängel sind noch sehr dünn und dadurch knicken die leicht ab, wenn sie größer werden. Wir wollten was anderes ausprobieren als ein normales Feld und dann kam das Palettenhaus und wir haben uns gedacht, Mensch, die kleinen süßen Fächerchen hier, da kann man doch einfach mal Blumentöpfe draus machen und mal schauen, ob das funktioniert. Und aber wenn man ganz ehrlich ist, waren wir einfach viel zu faul, das Haus von außen zu verkleiden. Wir haben uns gedacht, das ist viel einfacher, da ein paar grüne Pflänzchen reinzusetzen. Das sieht noch cool aus, das hat sonst niemand und man muss es nicht extra verkleiden. Da in Spanien die Sommer ziemlich heiß sind und es hier auch verhältnismäßig windig an der Küste ist, haben wir in die freien Flächen keine Bretter gesetzt, sondern Netze. Die haben kleine Luftlöcher und dadurch wird die Luft komprimiert und wenn man von innen die Hand davor hält, ist es kalt. Also eine natürliche Klimaanlage. Ja. Sozusagen. So, dann geht's einmal rein in unser Heim. Der Hund wartet schon. Also, wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen in so einem kleinen Häuschen. Ich habe sogar meinen Schuhschrank bekommen mit Riesenspiegel. Eine kleine Kommode auch noch links. Alles selbst gebaut natürlich, außer der Spiegel, den haben wir im Müll Garderobe. Gefunden. Genau, Garderobe. Dann geht es hier weiter zu meinem großen Klamottenschrank. Den haben wir auch aus einer Palette zusammengeschustert nochmal. Es reicht auf jeden Fall. Dann haben wir diesen wunderschönen Schrank gefunden, auch auf dem Müll. Die Schubladen haben nicht wirklich funktioniert, nicht auf und zu gegangen. Deshalb wurde er auch höchstwahrscheinlich auf den Müll geschmissen, weil er natürlich nicht mehr gebrauchbar war für viele Menschen. Und wir haben einfach die Schubladen rausgeholt und haben das nochmal abgeschliffen. Und ja, und sie gehen jetzt auf und zu und er erfüllt seinen Zweck halt. Super schön. Das passende Sofa haben wir geschenkt bekommen von dem ersten Freund, den ich hier in Spanien gefunden hatte, als ich hier damals zur Schule gegangen bin. Er hat jetzt sein erstes Haus mit seiner Freundin gekauft und das Sofa war denen einfach zu klein. Und für unsere 9 Quadratmeter ist das perfekt. Wir haben hier in der Kuschelabteilung so ein bisschen uns mit den Tüchern das nochmal ein bisschen verschönert, weil das einfach unser Stil ist und wir das ganz kuschelig so finden. Dann habe ich auch eine Ablage am Bett bekommen, direkt unter unserem super schönen Fenster, was wir auch hier eingebaut haben. Das Bett haben wir übrigens auch auf dem Müll gefunden, haben dann halt nur das drumherum, da war ziemlich hässlicher Stoff drum, den haben wir abgemacht und wollten das lieber so holzig haben, das fanden wir schöner.
Das war außer Not heraus im Endeffekt. Wir hatten kein Geld, wussten sonst nicht wohin in der Zeit. Da haben meine Eltern angeboten, dass wir hier hinten ein kleines Grundstück uns abteilen können und das hier dann einfach bauen können. Zuerst war ein Zelt geplant, dann war ein kleiner Bretterverschlag geplant mit Plan. Das haben wir noch angefangen zu bauen mit 20 Euro Material, haben wir ausgegeben. Und als wir angefangen haben zu bauen, hat uns ein Bekannter besucht. Daraufhin hat er gesagt, das muss alles größer werden. So, wir kaufen morgen Paletten. Das muss schön werden. Und dann hat er uns abends noch Dachbalken und Dachziegeln mitgegeben. Nächsten Tag ist er vorbeigekommen, gab leider keine Paletten im Laden. Und wir haben gedacht, hier er wollte in der Nähe. Nicht die Paletten kaufen. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Ne? Wir wollten, wenn dann eher geschenkte Sachen haben. Und er meinte aber, nein, er hat das Geld, er möchte uns das auch sponsern und das machen wir auch so. Aber hier in der Nähe gibt es einen Palettenladen, haben wir gesagt, können wir mal da hinfahren. Also mal gucken, vielleicht haben die ja welche, weil wenn man dann was ausverkauft, vielleicht können die ja welche verkaufen mit gleichem Preis. Haben die unsere Geschichte echt gut gefunden und haben uns dann alle Paletten geschenkt. Und es waren ungefähr 60 Paletten. Wir haben noch richtig viele Paletten über gehabt am Ende. Dann haben wir auch erfahren, dass der liebe Mann, der uns geholfen hat, auf Gran Canaria war das, 20 Jahre lang, glaube ich, Holzhäuser gebaut hat. Hat uns mit uns hier innerhalb von 3 Tagen dieses Haus roh hingestellt. Die Kleinarbeiten, die Einrichtung, dass das draußen noch dazugekommen ist. Und das haben wir dann nach und nach selber gebaut mit Sachen, die wir auf Müll gefunden haben. Aber den Rest haben wir einfach so mit ihm zusammengebaut in ein paar Tagen. Wir haben sogar Dachziegel, das war niemals unser Plan, dass wir richtige, echte Dachziegel auf unseren Häuschen haben. Also wir reden nicht mehr von kleines Schüppchen oder sowas, wir reden von ein kleines Häuschen, was wir jetzt schon haben. Und wer kann in unserem Alter schon sagen, dass wir ein eigenes Haus gebaut haben? Jeder deutsch ausgelernte Tischler würde wahrscheinlich sagen, was habt ihr denn hier gemacht? Aber es hält, es ist regendicht, es hat schon richtig geregnet, es ist kein Tropfen durchgekommen. Nee. Bei keinem Sturm bewegt sich das Haus, es ist einfach super. Die Möglichkeit zum Anbauen gibt es natürlich immer. Also wir haben hier keine direkte Netzanbindung. Strom könnte man über eine Solaranlage ziehen. Hatten wir auch eine Zeit lang drin, aber wir brauchen hier keinen Strom. Wir haben eine Powerbank, die laden wir auf, falls wir unbedingt ein Handy oder so laden wollen. Aber wir wollen hier auch keinen Strom haben. Wir wollen hier keine Stromleitungen verlegt haben und wir wollen so gering wie möglich halten. Wasser wäre natürlich immer noch die Möglichkeit, dann mit einer Anlage natürlich und einer Pumpe. Und kann es dann sich hier Wasser hinzubauen. Brauchen wir aber auch nicht. Wir duschen in der Hauptfinke. Wir kochen in der Hauptfinker, wir waschen uns nur hier die Hände und putzen uns die Zähne. Dafür reicht ein Kanister vollkommen. Wir selber ausgegeben haben 25 Euro. Und dann waren es sogar, denke ich mal, noch durch die ganzen Schrauben und sowas, was noch dazugekommen ist, was aber dann der Manfred für uns bezahlt hat, vielleicht auch nochmal 25. Ja, also mit allem drum und dran, Dachziegeln kosten eigentlich auch 10 Cent das Stück, wenn man sie günstig gebraucht bekommt. Haben wir zum Glück ja geschenkt bekommen, wie vieles. Aber wenn man sich selbst das bauen möchte, ohne was geschenkt zu bekommen und da Material und alles selber investiert und vorausgesetzt, man hat das Werkzeug dafür, dürfte man um die 100 bis 150 Euro bezahlen und dann hat man auch so ein Haus. Fügung. Das ist echt witzig, also seit wir so leben, dass wir sagen, eigentlich alles, was wir brauchen, also das abgeben einfach und sagen, es kommt zum richtigen Moment, kommt es. Es ist, ja, man kann das gar nicht beschreiben. Wenn man anfängt, die Aufgaben abzugeben und zu vertrauen, dass es funktioniert, kommt man in den Fluss rein und der nimmt einen mit und bringt einen dann zum Haus.